Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Gaskur. Und heute hat er es nicht gemacht, der Sack. Hab schon drauf gewartet. Aber gut. Moin. Unglaublich, er macht's halt doch wieder. Der Janik ist dabei und der liebe Alex ist auch wieder mit am Start. Moin, moin. So, wie ihr seht, wir haben hier die Kühe, ne, haben wir gefüttert. Ja, Bertha und Bonita sind hier. Und gucken wir mal raus auf die Weite. Bonita. Ja, nicht. Hätte sie auch schon teilnehmen können, aber ich dachte mir, das passt nicht so. So, und der Alex, der kümmert sich jetzt gerade um die Biogasanlage. Genau, der befüllt nämlich unsere Biogasanlage hier hinten mit unserem wunderschönen großen Radlader. Oder Schäfer. Ja. Riesenteil. Ja, ist geil, ne? Auf der Riesenfläche ihn hier rumgucken zu sehen, das macht schon Laune. So, aber was machen wir heute, mein Lieben, ist ganz klar. Wartet kurz, ich will mal gucken. Sag mal, was können wir eigentlich mit den Schweinen machen? Was können wir? Die kannst du verkaufen. Die können wir verkaufen? Mhm. Aber es wird mir ja gar nicht angezeigt. Ne, du kannst die Schweine ja auch als Schweine im Menü verkaufen. Warte mal. Muss ich gucken. Ah, Lül, wo war denn jetzt wieder das Menü? Warte. Ja, das Tiermenü. Ja, das Tiermenü. Warte mal, das muss doch hier gewesen sein. Ach, hier. Ach so, die bringen uns aber nicht viel. Oh, das bringt uns viel? Die bringen später mehr. Na, also, wenn die noch ein bisschen älter sind, erstmal, ne? Genau, wenn die erstmal ein bisschen größer sind. Die Reproduktion. Okay. Naja, damit wir das mal ein bisschen im Blick halten. Gucken wir mal bei der Schafe hin. Okay, da haben wir schon 1000 Liter Wolle jeweils. Die können wir aber nicht so. Okay, ja, ist ja gut, ne? Pullover-Schweine. So, gut. Wir werden mal gucken, wo haben wir unsere Mähtechnik? Die haben wir hier hinten. Welchen Schlepper nehmen wir dafür? Das müsste eigentlich für die Mähtechnik, müsste eigentlich auch unser Landini ausreichen, oder? Da haben wir 160 PS, 70. Ja, ich denke. Der müsste eigentlich passen, ne? So, was haben wir hier? Was hat der? 225, na klar, hey, 225 PS, ja. Das lübt mit dem Ding. Müssen wir bloß mal sehen, Janik, warte mal, du hast gesagt, bei uns direkt. Ja, am Kuhstall dahinter, da ist ja diese Wiese. Kuhstall. Richtung, wie heißt es jetzt? Zum Händler. Ja, genau. Zum Händler. Wir können ja auch um die Felder, warte mal, um die Felder ringsrum, wenn ich jetzt hier oben bin, da können wir ja, glaube ich, auch. Ach, Lül, also Felder da, kannst du auch ordentlich machen, ja. Da können wir auch um die Felder ringsrum gehen. Ja, hey, na, dann mähen wir dort ordentlich ab. Das wäre doch gelacht. Mein Junge. So, ja, Alex, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja nur zwischen den Folgen jetzt gerade erzählt, du hast, bei dir ist das Lenkrad geschrottet. Ja, ich habe Pech gehabt heute. Also, wolltest du generell mal umsteigen aufs Lenkrad oder hast du es überhaupt genutzt? Oder, Ich habe ETS habe ich halt viel gemacht. LS so. Weniger, aber ETS halt. Okay. Aber das fällt jetzt erstmal aus, muss ich erstmal neues kaufen. Das ist ärgerlich. Wie war deine Stimmung in dem Moment? Das war wie ein Feuerwerk. Ja, ne, das glaube ich. Das kann ich. Immer herrlich ist das dann so. Das kann ich fühlen. Natürlich sowas. Ja gut, ich sag mal, die Person wird noch leben. Ja, ja, aber es ist halt, naja, es ist ja schon irgendwo ärgerlich, ne? Gerade so G29 Lenkrad, ne? Das sind auch nicht, geil, dass man das so schnell durchbrechen kann. Ja gut, wenn es aus einer bestimmten Höhe fällt, ne? 1,50 Meter vom Tisch. Okay, das ist nicht unbedingt hoch. Nicht unbedingt hoch. Das ist dann schöne Bilder. Ja gut. Dann dumm gelaufen, könnte man sagen, ne? Das ist immer dumm. Echt so eine Sache. So, ich hau gleich mal unsere Steine, die werde ich auch gleich mal zu Geld machen, ja, die wir so schön gesammelt haben. Da muss ich sagen, ist eine schöne Funktion. Ist zwar jetzt nicht unbedingt viel, was dabei rumkommt, ne? Aber ja, mein Gott, Kleinvieh macht halt auch Mist, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Oh, Auto. Ah, Janik, hier steht eine Ente, aber eine weiße. Nee. Ich halte mich da mal fern von. Willst du nicht? Enten sind nicht so deins. Ja, also Enten schon, aber nicht als Fahrzeuge. Ach so. Ich mag Enten.
magst Enten. Ich auch. Gut, wie soll ich sagen? Nein, so mag ich sie nicht. So, nicht? Nein. Schade. Ich schon. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, du magst alles, was irgendwie mal durch die Pfanne gegangen ist oder durch über den Grill gelandet ist. Ey, na klar, hey, dafür ist es da. Dafür ist es doch da, würde ich jetzt sagen. Naja, also, ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber generell, also ich hab. Guck mal, zum Beispiel jetzt, wenn ich so ein kleines Reh sehe oder so, ist klar, wenn es rumläuft und so, ist alles niedlich und ne, das passt auch. Aber ich hab dann immer schon den Gedanken, wie würde das wohl in der Pfanne aussehen? Nach dem Motto, 2-3 Jahre später? Ja, genau so. Weiß nicht, also YouTube Arena, da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist, aber ey, schönes Wild ist doch schon was Feines. Aber ich würde mal sagen, Axel, bevor ich diese Million Liter fertig habe, ja, gibt es LS23. Naja, also ich sag mal so, wie viele Liter hast du denn schon drin? Ich weiß nicht, ich nehme jedes Mal ja nur 1000 Liter mit. Ja. Wie bist du denn schon gebahnt? Ah, ich glaube jetzt so 7. Mal. Okay. Ja, ich weiß ja nur nicht, gibt's denn den Schäfer noch eine Nummer größer vielleicht mit einer Schaufel? Also gut, die Schaufel eine Nummer größer ist oder was? Also vielleicht könnte man da ja was verkaufen und da so reinvestieren oder was? Keine Ahnung. Was sagt denn der Herr übers Geld? Der Janik. Können wir gerne machen. Bin sowieso kein Fan von kleinen Radladern. Nicht. Ah ja, schon oder fast Hofschleppern gedacht. Oder was auch immer. Hast du auf der Arbeit auch nur die großen Dinger? Ja, gut, das ist jetzt auch nur 8 Tonnen sind jetzt auch nicht so viel, aber. Ja. Reicht für die Baustelle. Also ist schon eine Hausnummer. Ja, also wie gesagt, Alex, dann guck einfach mal, ob du da was findest, ob sich das vom Geld her lohnt, dass wir nicht so viel Einbuße machen oder so. Dann denke ich mal, geht das schon. So. Ich weiß nicht, das Gras, wenn wir das gleich wieder erstmal sammeln und ins Silo schmeißen, ja, aber. Ja, können wir ja nicht. Es geht ja gar nicht ins Silo. Verdammt. Er war noch Häckselgut im Anhänger. Warum ist noch Häckselgut im Anhänger? Er hatte den Anhänger zum Schluss gehabt. So, warte, wer ist nicht da? Martin war es. Martin, du Schlingel, hast den Anhänger nicht ausgekippt. Martin wieder. Martin war es. War sowas von klar. Wollen wir mit Martin nochmal reden. Das ist. Geht so nicht. Das funktioniert nicht. Das ist nicht gut. Nicht gut. Aber meine lieben YouTuberinos und natürlich auch hier im Chat, ihr wisst ja, wir hatten zu Weihnachten eine Verlosung gemacht. Und da habe ich heute Info bekommen, also heute, wo wir aufnehmen. Na, ihr seht die Folge. Lasst mich kurz überlegen. Ihr seht die Folge heute am Sonntag, müsste das sein. Und da ist es so, die Gewinner, ne, also die was gewonnen haben, das wird quasi am Montag, ich sag's jetzt hier, also morgen, ne, am Montag verschickt und kommt quasi nächste Woche bei euch an. Ne, also da ganz tief entspannt bleiben. So, können wir hinten noch was mähen? Nicht wirklich, oder? Hinten haben wir nicht viel. Aber gut, die Wiese beim Händler ist ja auch ziemlich, also zum Händler hin ist ja auch ziemlich groß. Ja, was machst du ja? Ist der Zaun im Weg oder was? Hä? Oh. Hupt der überhaupt? Wer hupt? Warte mal, der Traktor hupt der? Hupt der nicht? Nee, der hupt nicht. Also, das ist schon schwierig, muss man sagen. Was ist schon. Was passendes zu nehmen. Ja, das legen wir komplett in deine Hände.
Tümmel! Und ich habe den Ton immer noch nicht genau getroffen, mein Lieben, sorry dafür, aber Tümmel! Schenkt der Community 5 Subgeschenke. Tümmel, vielen, vielen Dank dafür, gibt's für dich das Herz aus dem Herzen kommt. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Dann nähern wir uns wieder schön den 2000 Subs. Ihr seid der Irre. Ihr seid der Irre. Dankeschön, mein Lieben. Vielen, vielen Dank. So, passt auf. Ich will nämlich heute mal was probieren hier. Ich will nämlich mal gucken, ob das geht, so wie ich mir das vorstelle. Das klappt mal erstmal auf. So, und ja, mit dem Sub-Sound, wie gesagt, gibt's ab morgen was Neues, ne? Damien Doc, guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Ja, alles schick schön. Und bei dir? Was macht die Kunst? So. Yeah. Machst du auf. 40.000. 130.000 hat es noch. Nee, du, so viel Penunzen haben wir nicht. Nee, das sehe ich ja. So viel haben wir nicht, da wollen wir nochmal überlegen. So, nur erstmal hier mal gucken hier. Immer ordentlich positionieren. So, das dann muss ich wohl weiterfahren, bis die Biogasanlage mal Geld hingibt. Das wahrscheinlich. So, warte, das lassen wir so. Können wir das gleich mal senken und hier können wir doch auch einstellen, oder nicht? Arbeitsmodus. Warte mal, hier legt man Schwad ran. Genau. So, jetzt müsste das eigentlich passen, so wie ich mir das denke. So. Oh ja, aber genau so wollte ich es haben. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So wolltest du das? Ja, so wollte ich das, weil ich möchte nämlich, weil wir ja auch schwaden müssen danach, möchte versuchen, unseren Ladewagen dann so gut wie es geht mit einer optimalen Schwad zu versorgen. So. Und deswegen dachte ich mir, wenn wir das so mähen und dann wieder zurück, haben wir dann genug, was wir auf Schwad legen können. Könnt ihr mir folgen? Ich denke, ja. Erklärung, ja, die ist so phänomenal. Mhm. Sitzt sie alle da, Leute, Fragezeichen im Kopf. Na klar, nein, du verstehst genau, was du von uns willst. Nicht, natürlich, das wissen wir doch alle. Soll ich mal sagen, dass die Wiese hier hinten sehr verhundepiepelt ist? Die ist sehr hügelig. Ja, gut. Sind da schon drin. Boah, verdammt. Es ist ja auch kein, also, ne? Ah. So eine richtig dumme Idee. Boah, hätte mich voll eine gelbe Ente hier weggebumst, du. So, weil da bin ich schon über unser Land. Lul, ich bin schon. Warte, ich hab da mal Lüa. So. Hier ist unser Land, unser Flächenende. Hier lang gucken. Ist gekurbelt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ist nicht schlimm. Und ich muss mir mal die mit gemeinsam senken hoch und runter für alle Teile, muss ich mir mal noch mal auf der Rische Tastenbelegung hinlegen. So hier. Okay, jetzt müssen wir wieder alles haben. Ja, jawohl, jetzt zieht er wieder. Du, bergauf wird aber auch ein bisschen schwierig hier, ne? Ja, auch ein bisschen zu schnaufen, der Kleine. Aber das lippt. So, Alex, wie sieht's an der Front aus mit der Scheibe? Es wird jetzt was. Es wird was, ich bin gespannt. Ich wollte gerade fragen, wo haben wir das viele Geld her, aber okay, was habt ihr verkauft? Ich? Ach, okay, Yannick, du hast was verkauft. Was hast du verkauft? Gar nichts. Yannick? Ich so. Was hast du verkauft? Nix. Richtig. Nix. Nein. Oh. Mensch, glaub mir doch einfach. Ja, ich glaub dir doch auch. So, warte, ich guck mal hier, ob hier was fehlt. Ich glaub dir ja, aber es ist halt immer so eine Sache. Mini gut. Nee, also so, warte mal, so viel Schlepper kann ich mir diesmal ja gar nicht gekauft haben. Dass es vielleicht von mir sein könnte. Nee, das glaub ich nicht. So.
Okay. Ja, es sieht doch ganz, sieht auch gar nicht so schlecht aus, was wir hier machen. Das sieht ja gar nicht relativ ganz gut aus. Aber, meine lieben YouTuberinos, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst da sehr gerne das Däumchen da, schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.